Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, wo es um Mode geht, um Fashion, um Plus Size. Ich möchte euch heute ein paar gute Tipps von mir weitergeben, speziell für den Sommer, speziell für etwas dickere Beine. Und ich möchte euch aber auch sehr gerne ein Outfit of the Day von mir zeigen, was im Anschluss noch kommt. Schaut euch das gerne an und ich würde sagen, wir starten mit dem Video und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Okay, mein erster Tipp für alle Frauen, die etwas dickere Oberschenkel haben, so wie ich. Also der Tipp kommt jetzt nicht von ungefähr. Ich gebe meine Tipps weiter, weil ich die Probleme selber habe. Der erste Tipp ist, im Sommer, wenn ihr Kleider tragt, wenn ihr Röcke tragt oder einen Minirock oder sowas, kennt ihr vielleicht das Problem, dass eure Oberschenkel so aneinander reiben? Wir hatten das Thema bei mir schon bei Snapchat, wir haben darüber gesprochen, aber es hat ja nicht jeder Snapchat und es hat auch nicht jeder diese Instagram-Stories, die ihr mal anschauen kann. Und ich dachte, bevor dieser Tipp im Sande verläuft, möchte ich ihn hier nochmal im Video festhalten, sozusagen. Es geht also um die dicken Oberschenkel, die aneinander reiben. Ihr kennt es vielleicht, ihr zieht einen Rock an im Sommer, ein Kleid an, ihr lauft los, ihr seid unterwegs und dann kommt die Wärme, dann kommt die Feuchtigkeit dazu und dann schubbelt die Haut einfach so aneinander und das Ergebnis sind meistens unschöne und schmerzende kleine rote Pickelchen. Das will natürlich kein Mensch haben. Und ich habe einen kleinen Tipp für euch, wie ihr das zumindest für 2 bis 3 Stunden aus der Welt schaffen könnt. Tipp Nummer 1. Mein gutes altes Körperpuder. Ich nehme mir etwas von diesem Körperpuder auf die Handfläche, gebe das so auf, verreibe das in den Händen und gebe mir das dann rechts und links einfach auf die Innenseite der Oberschenkel. Ich tupfe das so drauf und verteile das großflächig. Das ist so ein bisschen weißlich, aber genau an der Stelle, wo die Oberschenkel zusammenreiben, ist es ja nicht so eine große Fläche, sage ich jetzt mal, ne? Das sind ja jetzt nicht, ist jetzt nicht so, sondern versucht es darauf zu konzentrieren, wenn ihr einen Minirock tragt, weil sonst sieht man das Weiße vielleicht. Wenn ihr einen langen Rock tragt oder ein Kleid tragt, was ein bisschen länger ist oder bis zu den Knien, ist es völlig egal. Das tupft ihr euch einfach auf diese Stellen drauf und das sorgt dafür, dass durch dieses Puder habt ihr so eine geschmeidige Oberfläche und das rutscht so ganz weich aneinander vorbei. Das heißt, es wird nicht so schnell feucht. Es hat nicht schnell diese Reibung und es entstehen auch diese Pickelchen nicht. Allerdings muss ich sagen, hat mit Körperpuder hat man dieses Ergebnis so ungefähr, also so für 2 Stunden ungefähr, habe ich es. Danach geht's los, dann verflüchtigt sich das Puder und dann hat man wieder das gleiche Problem. Ich sage immer, dieses Fetch Azura Talco ist mein absolutes Lieblingskörperpuder, weil es so besonders gut riecht für meine Nase. Ich sage immer, zum Ausprobieren kann man auch ganz normales Babypuder wie dieses hier von Penaten einfach mal ausprobieren. Das kostet 1,95 € gibt es in jeder Drogerie. Und zum Testen, denke ich, tut es das auch. Wenn man sich daran gewöhnt hat und sagt, ja, ist ein total guter Tipp, mache ich jetzt immer. Und möchte man einen anderen Duft, kann man natürlich auch dazu greifen. Das ist jetzt ein bisschen teurer, auch nicht so teuer, aber. Ne? Also Körperpuder ist schon mal mein absoluter erster Tipp für dieses Problem. Ein weiterer Tipp für das gleiche Problem sind diese lustigen Hosen hier. Ihr kennt sie wahrscheinlich alle. Das sind so diese Bodyforming-Hosen, die so man sich über den Bauch und so. Mein Problem mit diesen Dingern hier ist, die ziehe ich eigentlich nur im Winter an, wenn es draußen ein bisschen kälter ist. Dann machen die auch gleichzeitig so Body Shaping, ne? So, die drücken alle Problemzonen und Röllekiss und so ein bisschen in den Hintergrund. Das ist auch total schön. Ich halte das meistens auch nur 2, 3 Stunden aus in diesen super Spandex-Hosen, weil man zieht die an und man ist halt so, hallo, ich kann auch nichts essen, auch ich esse nur eine Erbse, das reicht mir heute echt wirklich, ich habe gar keinen Hunger. So ist das, ne? Es ist halt so ein bisschen sehr spacken. Ich habe auch noch nie eine wirklich teure Spandexhose von Spanx oder so besessen. Ich war immer zu geizig, 100 oder 120 € für sowas auszugeben. Deswegen habe ich hier auch wieder eine günstige Variante. Ich glaube, meine teuerste ist von Lascana und die hat mal 49,90 € gekostet. Die ist auch super gut. Die ist auch ein bisschen weicher, aber die ist halt auch nicht ganz so schlankmachend, ne? Also diese Hosen kann ich trotzdem empfehlen, speziell wenn es ein bisschen kühler draußen ist. Für den Sommer habe ich was ganz Tolles entdeckt und zwar das hier. Lacht nicht, sieht voll, ja, nicht so gut aus, ne? Das ist eine Sommerkurzhose. Ich habe hier noch mal eine bekommen von einer Freundin, die hatte die noch im Schrank. Die ist jetzt uralt, aber das ist eine Funktionshose für heiße Sommertage, antibakteriell ausgerüstet. Das sind im Grunde genommen dünne Nylon-Strumpfhosen, die einfach wie eine Radlerhose kurz überm Knie enden. Das ist ganz praktisch, weil dann hat man an der Stelle etwas an. Man kann es sich nicht aufrubbeln, man kann sich keinen Wolf laufen, man kann keine Pickelchen bekommen. Die haben hier am Ende, also das hier ist jetzt meine neueste Errungenschaft, das hatte ich bei Amazon bestellt. Verlinke ich euch gerne unten in der Infobox. Das ist halt so eine mit so einem Bündchen, ne? Viele hatten mir geschrieben, auch bei Snapchat, dass viele davon so hochrollen. Die machen dann so drrrt und das ist dann auch wieder unangenehm. Aber ich denke, das passiert mit denen nicht, weil die halt so ein breites Bündchen haben und sich ganz gut halten. Und im gleichen
gleichen Atemzug, als ich darüber gesprochen hatte, über diese Sommerkurzhosen, ich hatte das auch bei Facebook geteilt und so weiter, hat mir eine Zuschauerin gesagt, es gibt noch etwas anderes. Und zwar das hier. Das ist sowas wie ein Strumpfband. Einfach so. Das hat aber Gummis hier oben drin. Gibt es auch bei Amazon, da habe ich es auch bestellt. Und das zieht man sich einfach über den Oberschenkel drüber, genau an die Stelle, wo man es braucht. Und das ist halt so ein bisschen, ne? Das sieht halt ein bisschen besser aus als so eine Nylon-Strumpfhosen-Kurzhose. Und ja, auch das verhindert halt eben, dass die Beine so aneinander reiben. Jetzt könnte man ja sagen, der eine oder andere von euch wird denken, das hier ist ja wohl alles andere als sexy. Stimmt, habt ihr total recht, das ist überhaupt nicht sexy, gar nicht. Aber es hilft bei dem Problem. Und ich sage immer, wenn ich ein Kleid trage oder ein Maxi-Kleid oder und ich habe das hier drunter, das ist dünn, das sorgt dafür, dass ich keine Schmerzen erleide und ich fühle mich darunter einfach dann wohl. Und es sieht ja auch keiner. Es sieht ja keiner. Ne? Man kann es ja zu Hause gleich wieder ausziehen. Also von daher ist das einfach nur eine Hilfe, die mit Sicherheit unsexy aussieht, aber halt dafür sorgt, dass man sich besser fühlt. Das hier, finde ich, ist jetzt schon eher sexy. Ich glaube, das sieht einfach besser aus. So ein etwas breiteres Strumpfband und dann auch noch in dieser schönen Musterung hier. Ich versuche euch das mal so ein bisschen näher zu zeigen. Ich finde es richtig schön auch. Das habe ich allerdings noch nicht getragen. Da weiß ich, ich nehme das jetzt mit in den Urlaub. Ich habe das jetzt im Urlaub dabei. Da weiß ich halt nicht, ob das so hoch krabbelt oder nicht. Aber ich denke, durch dieses eingebaute Gummi hier, durch so einen kleinen Stopp, wird es wahrscheinlich ganz gut sitzen. Ich wollte es euch gerne zeigen. Es gibt noch mehrere Variationen davon. Ich gucke mal jetzt erstmal, wie ich damit klarkomme. Und verlinke euch aber 2, 3 Stück unten in der Infobox, dass ihr euch die anschauen könnt. Ein weiterer Tipp, gar nicht für Plus-Size und auch für ein anderes Problem, sind Sneakersocken. Kennt ihr vielleicht? Ich liebe ja meine Sneakers, speziell meine Nikes. Ich habe auch gerade wieder hier meine beigefarbenen Nikes an. Ich liebe die abgöttisch und ich trage darin gerne Sneakersocken. So ganz einfache. Ja? Und mein Problem ist aber immer, dass ich 5 Schritte damit laufe und dann geht die Ferse so hinten so flupp. Weg. Und dann laufe ich auf dieser Sockenwurst herum und es ist sehr unangenehm und total blöd und es nervt mich voll ab. Also ich habe das nicht bei jeder Sneaker-Socke. Manche sitzen etwas besser, die halten dann auch schon mal 1 Stunde oder 2. Aber wenn ich damit ein Stück spazieren gehe oder ein Stück einkaufen gehe oder so, irgendwann macht es flupp. Und dann merke ich so, boah, man kann halt nicht im Einkaufscenter oder immer und überall, wo man ist, die Schuhe kurz ausziehen, den Socken wieder anziehen, es nervt. Jetzt habe ich eine Entdeckung gemacht und hurra, ich habe einmal bei Calzedonia, ich weiß nicht, kennt ihr den Laden? Ist egal. Da habe ich die gefunden und zwar sind es Söckchen mit Silikongrip hinten. Die haben hinten an der Ferse einen Gummieinsatz und der sorgt dafür, dass es an der Ferse hält. Und das funktioniert. Also ich habe die jetzt schon ein paar Mal getragen, total klasse. Es gibt noch ganz viele andere, habe ich auch bei Amazon gefunden. Also das ist die Socke, die zieht man sich einfach nur vorne über die Zehen und die hat dann hinten diese Silikon-Dingsbums eingelassen. Diese Silikonstreifen. Und das ist klasse. Dann macht es nicht mehr flupp und man läuft hinten drauf rum, sondern es bleibt wirklich durch dieses Gummi so ein bisschen an der Ferse kleben. Nicht unangenehm, man merkt es gar nicht. Aber es babst halt so ein bisschen fest und dann geht die Socke nicht mehr flöten. Und das fand ich auch einen richtig guten Tipp. Den wollte ich gerne an euch weiterreichen. Ein weiterer Tipp, falls ihr selbst noch nicht drauf gekommen seid oder es immer wieder vergesst, so wie ich es jahrelang immer wieder vergessen habe, ist, probiert es an. Probiert es aus, probiert es an. Ich trage in der Regel eine 44-46. Es kommt immer darauf an, wie eine Hose geschnitten ist, wie sie ausfällt, für welche Größe ich mich nachher entscheide. Ebenso bei Oberteilen, das ist immer ganz individuell. Apropos Oberteile, da liebe ich es zum Beispiel, wenn man eine größere Oberweite hat und ein bisschen fülliger ist, wenn man einen V-Ausschnitt trägt, so wie das hier. Weil dann lenkt man den Blick so auf, ne, Dekolleté und das macht alles insgesamt so ein bisschen so ein Hingucker und es macht das Ganze so ein bisschen schlanker und dann fällt der Rest nicht mehr so auf. So, das ist doch als kleiner Tipp vorneweg. Und dann halt mit den Größen. Ich durfte mir bei Sassy Classy, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, etwas aussuchen. Das ist ein Online-Shop. Die haben total schöne, ausgefallene, coole Mode. Und ich habe sofort, ich habe geschaut und habe sofort Sachen gefunden, die mir gefielen. Habe aber gesagt, Moment, es geht ja nur bis 42, die meisten Sachen, oder halt bis XL. Da werde ich wohl nichts finden. Aber weit gefehlt. Ich habe mir diese Leggings bestellt. Das ist eine Biker-Leggings, die mir total gut gefallen hat. Und ich habe sie in 42 bestellt und habe gedacht, du probierst es jetzt einfach mal aus. Und was soll ich sagen? Ihr seht es wahrscheinlich selbst. Diese Hose sitzt Bombe. Die ist total dehnbar, total dehnbar. Also wirklich, die ist fast noch eine Nummer zu groß. Ich finde nämlich, sie schlägt leider ein bisschen Falten.
und sitzt halt insgesamt dadurch nicht so gut. Ich hätte sie tatsächlich eine Nummer kleiner noch bestellen müssen, in 40 wahrscheinlich, damit sie mir besser gepasst hätte. Aber ich bin super zufrieden mit dieser Leggings. Dazu habe ich mir gibt mir einfach ein Oversized oder Oversized, diese Übergrößen. Es gibt ja Pullover und so weiter. Ich habe mir hier diese Schlupfbluse ausgesucht. Das ist wie eine Poncho-Bluse, die aber Ärmel hat. Also man zieht sie einfach über den Kopf und kann dann trotzdem in die Ärmel rein, so dass es richtig aussieht wie eine Bluse. Total schön. Die ist halt so in durchsichtig, ne, so ein bisschen Chiffon-Qualität. Ich habe jetzt hier einen Top drunter gezogen und es gefiel mir total gut, auch in der Kombination. Und natürlich passend dazu mit den Biker-Stiefeln. Die fand ich auch ganz, ganz toll ausgefallen. Die sind sehr bequem. Ich habe die jetzt zweimal schon getragen. Und darin habe ich getragen diese Netzsöckchen. Die gibt es auch bei Sassy Classy. Die gibt es in Schwarz und in Weiß. Ich habe mir die jetzt in Weiß ausgesucht, weil ich die auch gerne in meinen Turnschuhen so trage. Das sieht richtig gut aus, zu beigen Schuhen, zu weißen Schuhen natürlich. Und dann spitzt da halt immer so ein bisschen dieses Netzmuster raus. Total schick. Ich habe die jetzt hier nur testweise einfach mal in den Bikerschuhen getragen. Und ihr werdet es nicht glauben, ich habe früher Netzstrümpfe auch so gehasst, weil früher waren die irgendwie anders verarbeitet. Da ist da immer eine Zehe so durchgeschlupft. Das war jetzt hier überhaupt nicht der Fall. Die sitzen richtig gut. Die sind an der Spitze nochmal so zu, sodass es auch nicht verrutschen kann oder so. Also ich bin da sehr zufrieden mit. Die kosten, glaube ich, 3,95 in dem Sassy Classy Shop, wo ich sie jetzt her habe. Richtig, richtig schön. Dazu habe ich mir noch eine Tasche ausgesucht, die mir sehr gut gefiel. Ich mag diese Kettendetails total gerne. Passt natürlich insgesamt jetzt auch sehr gut zu dem Outfit. Und eine Kette habe ich mir noch ausgesucht. Die habe ich schon, ich weiß nicht, gefühlt 100 Mal im Blick gehabt, so oder so ähnlich. Und ich fand sie richtig cool, auch mit diesem Silber. Das ist so eine Münzkette, so heißt die auch auf der Seite. Die scheppert halt so ein bisschen, die macht so ein paar Geräusche, wenn man sie so hochhält. Aber ich finde sie auch sehr kleidsam. Ist halt so eine Statement-Kette, ne? Und ich habe sowas noch gar nicht. Ich habe noch keine einzige Statement-Kette. Ich habe mal vor 3, 4 Jahren eine etwas größere gehabt, aber die habe ich nie getragen. Und diese hier finde ich aber sehr ansprechend. Finde ich richtig cool. Ist halt so ein Hingucker, peppt einfach jedes einfache Outfit auf und speziell auch so ein bisschen was Rockiges, wie ich es da getragen habe, jetzt hier auf den Einspielern hier, finde ich. Total schön, total schick. Das wollte ich euch auch noch gerne zeigen. Wie gesagt, zwischendurch wird jetzt immer mal oder ab und zu mal ein Outfit of the Day vielleicht kommen oder drei Outfits of the Day in einem Video oder immer mal wieder Lookbooks. Ich möchte so ein bisschen zurück zur Mode, ein bisschen mehr Mode auf meinem Kanal zeigen, weil das so ein bisschen, ja, ich möchte mal sagen, geschluddert wurde von mir. Ich habe so ein bisschen schleifen lassen, sagen wir mal. Ich habe so ein bisschen schleifen lassen. Aber ich werde immer wieder danach gefragt. Also mache ich das sehr gerne. Mir macht es ja auch sehr viel Freude. Und ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!